Liebe Musikfreunde, wir sind heute in Willishausen, hier in einem Keller. In einem winzigen Raum probt eine neue Bluesband. Die nennen sich... So, jetzt gehen wir einfach mal rein, mal schauen. Alles bekannte Gesichter. Euch habe ich schon mal gesehen und gehört. Ihr habt ja eine Pause gemacht nach Ullis Garage. Das war deswegen nicht so schwer für euch, weil ihr alle mindestens in einer zweiten Band spielt. Also das ist so nicht korrekt. Im Grunde ist es so, dass ich Bands sammle. Also ich spiele mittlerweile in 4 Bands. Wahrscheinlich ganz unterschiedliche Stilrichtungen, oder? Ja, im Grunde ist das so, ja. Also die Supports Girls und die 50 Ways, das kann man vielleicht so ein bisschen vergleichen, weil es überwiegend akustische Musik ist, also ein bisschen leisere Töne, ein bisschen balladigere Geschichten. Aber im Grunde ist das alles gecoverte Musik oder Cover von Cover. Ne? Meistens sind das ja auch schon gecoverte Nummern, die wir dann nachspielen. Insofern ja, deckt sich das so ein bisschen von der Stilrichtung so einigermaßen, ja. Deine favorisierte Stilrichtung? Diese Band auf jeden Fall. Ja? Ja, klar. Das ist so. Also dieser moderne elektrische Blues, wie du es nennst, das ist schon das, wo mein Herz auch für schlägt, ganz klar. Okay. Warum Blues? Ich frage mal Raphael. Ja, warum Blues? Ich glaube, die Sache hat schon eine Weile im Hintergrund geschwelt. Sven und ich unterhalten uns ja sehr gerne und Sven hat mich ein wenig infiziert mit ein paar Musiken und Gitarristen, die dann auch meine musikalische Ader trafen, die ja mehr so ein bisschen auf der Seite Jazz angelegt ist, die also nicht einfach nur geradeaus Hauruck spielten, sondern da einiges an musikalischer Substanz drin hatten, was mir gut gefallen hat. Und ja, wir sind schon eine Weile sowas wie in der Musik so wie Brüder. Wir arbeiten wirklich gut zusammen und haben gesagt, irgendwo da treffen wir uns, da machen wir jetzt was draus. Er hat mir viel zum Hören gegeben, ich habe gesagt, das wäre, wir haben irgendwann eine ganze Menge Programm einfach ausgegeben, das könnten wir mal spielen, das. Dann fragen wir die beiden anderen jungen Herren mal, ob sie Lust hätten, wir bräuchten irgendwie noch einen Schlagzeuger und einen Bassisten, damit es einigermaßen rund klingt und die waren gleich dabei. Und so fing es an und wir wurden eine Bluesband. Der Name, woher kommt eigentlich der Name 12 Bibi und was sagt der aus? Die klassische Bluesform ist der 12-Bar-Blues. Das heißt, 12 Takte und dann wiederholt sich das Schema. Ob das jetzt die Strophe ist, ob es das Solo ist, es ist immer auf einem 12-taktigen Schema aufgebaut. Und daraus resultiert dann auch der Name 12BB, steht für den 12-Bar-Blues. Der Einfall kam von Raphael, fanden wir auch alle, ist dann auch einstimmig angenommen worden. Der ist mir auch irgendwo begegnet, ich weiß gar nicht, im Buch oder wo auch immer. Kam 12 BB für 12 Bar Blues. Das ist immer ein cooler Bandname. Ja. Und der ist auch jetzt noch nicht so richtig doppelt, ne? Wenn man ein bisschen surft. Nö. Nicht wirklich. Also mir ist noch keine andere Band mit dem Namen untergekommen. Also ihr seid schon einmalig. Ja, sowieso. Ah, selbstverständlich. Ihr habt ja jetzt auch schon die ersten Konzerte hinter euch. Das heißt also, ihr habt mittlerweile doch ein beträchtliches Repertoire. Es reicht für ein, wie viele Stunden können wir spielen? 2 schaffen wir gut, 38 Stücke, laut Setlist. Es wurden natürlich, wie Raphael das ja gerade schon sagte, zu Anfang erstmal gesammelt, was kann man spielen. Natürlich guckt man auch erstmal nach Stücken, die vielleicht schon bekannt sind, dass man erstmal ein Programm auf die Reihe kriegt, was man spielen kann. So, und seitdem hat sich auch eine ganze Menge wieder getan, dass man dann merkt, okay, das ist... Die Richtung liegt uns eigentlich auch ganz gut, dass man eben den klassischen Blues ist jetzt sicher nicht unser Schwerpunkt, sondern es geht ja auch schon teilweise natürlich auch hier durch die Einflüsse und Vorlieben in die etwas jazzigere Richtung und ja, das kommt ja dann irgendwann so ein Bandsound dabei raus und ich glaube, da entwickelt sich dann irgendwie alleine irgendwas, ne? Man merkt irgendwie, Stücke funktionieren gut. Ausschlaggebend für die Gründung der Band war sicher auch, dass wir nicht mehr unbedingt diese kommerziellen Gründe in den Vordergrund geschoben haben, sondern dass es eben darum geht, dass wir halt Stücke gerne spielen. Was sind denn so eure musikalischen Einflüsse oder welche Stilrichtung spielt ihr hauptsächlich? Wir haben im Programm relativ viel von Robin Ford. Ich weiß nicht, ob das alles von ihm selbst geschrieben ist, aber... Das meiste wohl schon. Robin Ford haben wir relativ einen Schwerpunkt.
Derek Trucks, Government Mule, Warren Haynes, das sind, glaube ich, eigene Kompositionen, die die geschrieben haben. Ne? Mhm. John Scofield, Muddy Waters, Warren Haynes, hatte ich schon gesagt. Ja. Ich hatte mir die hier mal aufgeschrieben. Peter Green ist dabei. Duke Ellington. Das ist einfach, finde ich, die schönste Nebensache der Welt, Musik machen zu dürfen. Und gerade wenn man das Glück hat, dann sowohl natürlich mit Promise, das ist ja schon mehr die kommerzielle Schiene, zu spielen, als auch natürlich gerade mit so herausragenden Musikern wie hier Bluesmusik zu machen, wo ich natürlich eigentlich nicht aus dem Alter stamme, die mit Bluesmusik groß geworden sind. Ich auch nicht. Und das meinst du. Und deswegen ist das natürlich für mich, war das auch einseitig gar keine Frage, hier mitzumachen, weil ich denke, man sollte immer sehen, dass man musikalisch sich so weit bildet, wie es nur irgend möglich ist und alles mitnimmt, was einem in den Weg gelegt wird. Und dass das so wie die Faust aufs Auge passt, ist hervorragend. Ich habe eben so ein bisschen herausgehört, dass es offensichtlich für dich eine Weiterentwicklung ist oder eine Herausforderung. Ich habe gedacht, Schlagzeug spielen ist eigentlich ganz egal, was du spielst, aber scheint doch nicht so zu sein. Nein, um Gottes Willen. Also wir haben ja da in jeder Musikrichtung, jede Musikrichtung bietet ja seine Reize und ist natürlich auch technisch ganz anders, oder man ist technisch ganz anders gefordert in der Popularmusik, wie als beim Blues, beim Jazz, bei der Rockmusik. Also das hängt doch immer von vielen Faktoren ab, dass man sich auch in die Band einpasst. Und das ist halt das ganz Wichtige. Das ist nicht nur die Sache, rhythmisch zu spielen, man muss es halt auch im Bandgefüge vernünftig rüberbringen können. Und da muss man auch viel, also gerade bei Bluesmusik lernt man auch viel zuzuhören, was machen die anderen Instrumentalisten, spielen sie ein bisschen hinterhergespielt oder und darauf dann einzugehen, das ist schon sehr wichtig. Ja. Wir versuchen halt sowohl jetzt mit 12B halt uns auch immer schon an dem Bestmöglichen zu messen. Das heißt, die Stücke, die wir spielen, wollen wir auch in der größtmöglichen Qualität anbieten. Und das, wenn man das Bestreben hat, glaube ich, dann liegt man nicht ganz falsch. Also ihr habt euch durchaus auch schwierige Stücke ausgesucht, wenn ich das mal sehe. Ja. Hauptsächlich, ja. Also wir versuchen schon natürlich so gewisse... Einen gewissen Part müssen wir natürlich auch deckeln, was auch in der Bluesmusik ja schon auch die Masse trifft, aber halt auch gerade spezielle Sachen, die wirklich mal, wo man auch an seine musikalischen Grenzen geht, die wollen wir natürlich auch spielen, weil nur wenn ich an die Grenze gehe, dann kann ich auch mich verbessern. Das ist einfach so. Noch eine Frage an den Wolfgang. Wo wollt ihr mit eurem Repertoire hin? Reichen euch jetzt diese 2 Stunden Spielzeit oder werdet ihr weitere Stücke aufnehmen ins Programm? Also wenn wir einen Auftritt haben, dann reichen 2 Stunden Spielzeit uns. Aber es geht tatsächlich darum, wie wir das Repertoire weiterentwickeln. Und ich denke mal, das ist immer im Fluss. Gerade eben ganz aktuell haben wir auch eigene Stücke im Programm, dank unseres genialen Kapellmeisters. Und das finde ich besonders spannend, da auch mal so eine eigene Note dann reinzubringen, weil das Covern, das macht schon auch Spaß, gar keine Frage. Und wenn man sich auch an Stücke heranwagt, die nicht unbedingt so geläufig sind, kann man auch selbst an seinem Instrument durchaus Fortschritte machen. Aber eine Band kann durchaus eben daran wachsen, auch mal sich selbst hinzustellen und sagen, so komm, das ist jetzt mal eine eigene Nummer von uns, die wollen wir mal darbieten und dann gucken wir mal, wie die ankommt. Wie gehst du daran? Textest du erst oder komponierst du erst? Oder wie entsteht bei dir ein neues Stück? Ja, zum einen gehe ich da eigentlich gar nicht ran, sondern das passiert irgendwann. Und mir ist im Laufe der Zeit klar geworden, eine Voraussetzung ist, dass ich entspannt bin. Das ist jetzt kein Witz, die meisten Stücke schreibe ich im Reisemobil, wenn ich unterwegs bin. Ich brauche dazu kein Instrument. Was ich brauche, ist Ruhe, und zwar auch ein paar Stunden Ruhe. Es geht gut im Laufen oder im Radfahren oder im Liegen. Und ich habe dann plötzlich irgendeine Geschichte im Kopf und es ist meist tatsächlich nur eine Phrase, ein Stückchen Text,
in Verbindung mit einem Stückchen Musik. Das formt sich in meinem Kopf, vielleicht weil ich was anders gehört habe oder so. Und wenn das gut ist, dann fängt das im Kopf schon an zu arbeiten, rotiert, ergänzt sich vielleicht mit einer zweiten Zeile. Und irgendwann ist der Moment, da muss ich vom Fahrrad oder aus dem Bett und muss das aufschreiben. Ich habe immer Notenpapier dabei, ich mache das auf die ganz altmodische Art. Schreibe das auf, dann kann es auch liegen bleiben, dann darf ich es im Moment vergessen, weil ich kann das nachher wieder lesen, wenn es aufgeschrieben ist. Ja, manche Leute wundern sich darüber, das geht wirklich. Und das Weitere ist dann tatsächlich Arbeit. Da muss man sich hinsetzen und grübeln und in Ruhe gelassen werden. Es ist sehr schwer, die Texte zusammenzubringen, für mich zumindest. Texte, die dann auch irgendwie einen Gegenstand haben und irgendwie Sinn machen. Und Musik fällt mir dann eigentlich leichter. Also wenn ich einen Anfang habe, muss ich den Text ein Stück weit entwickeln und dann kriege ich die Musik hin. Das ist kein Ding. Also dann fummel ich ein Weilchen. Wobei ich sagen muss, auch das haben wir hier schon erfahren, Blues ist jetzt nicht mein ursprünglicher Lebensraum. Und ich tue mich damit nicht ganz so leicht wie mit anderen Sachen. Unter anderem wissen, weil Blues sehr von der Gitarre aus lebt und vom Gitarre aus spielen. Ich kann nicht Gitarre spielen. Das heißt, die Stücke, die ich spiele, wird man wahrscheinlich immer raushören, weil die ein bisschen mehr piano-orientiert sind. Weil Sven schon mal irgendwann in die Gitarre beißt, genauso viele Akkorde. Und ich versuche schon darauf zu arbeiten, dass da irgendwelche Riffs oder so drin sind, die man auf der Gitarre auch gut spielen kann. Und die dem so dieses typische Gepräge geben. Aber das ist durchaus schwierig. Aber ich habe das Gefühl, so langsam geht's voran. Gebt mir noch 10 Jahre, dann schreibe ich Blues wie die Sau. Mir ist damals schon bei Ulis Garage aufgefallen, dass du so insbesondere Stücke von Gary Moore mit Leidenschaft zelebriert hast und gerne gespielt hast. Von daher warst du wohl mit der Hauptmotor, dass ihr diese Band ins Leben ruft. Wolfgang, bei dir habe ich noch in Erinnerung, dass du viele Stücke in einer anderen Band nahezu auswendig gespielt hast. Schaffst du das immer noch oder ist das auch dein Ziel für 12BB? Also, ganz krass gesagt, Noten haben eigentlich bei Live-Auftritten auf der Bühne nichts verloren, sage ich einfach mal so provokant. Aber klar, Texte sich zu merken oder umfangreiche Texte sich zu merken, da ich nicht singe, kann ich das ja leicht sagen. Ne? Also insofern muss man das relativieren. Aber mein Streben ist schon, so weit wie möglich die Stücke im Kopf zu haben. Jawohl, doch, das möchte ich schon. Raphael, ihr habt ja jetzt einige Konzerte schon hinter euch in kleineren Clubs. Ich habe euch auch ein paar Mal gesehen und gehört und fand das sehr gut. Wo soll denn die Reise mal hingehen? Was sind eure Pläne? Also ich meine, das zentrale Ding ist grundsätzlich, wie vielleicht bei jeder Band, überhaupt öffentlich spielen ist ein zentrales Ziel. Und man tut sich halt reichlich schwer, Gigs an Land zu ziehen. Das ist so. Wir sind in letzter Zeit ein wenig erfolgreicher. Es geht so ein bisschen aus der Region raus, aber wir haben da noch ganz gut zu arbeiten. Im Moment kennt die Band eigentlich kein Mensch, aber es scheint sich allmählich zu ändern. Also auftreten grundsätzlich. Kleine Clubs sind für mich völlig okay. Also wenn Publikum ungefähr da ist, wo du jetzt bist, dann komme ich gut zurecht. Ich habe gern Kontakt zu den Leuten. Ich habe nichts gegen große Bühnen, ich habe da keine Angst vor, ich finde das auch toll. Aber es ist ein anderes Ding, ob du hier Leute hast, mit denen du direkt Auge in Auge kommunizierst oder ob da einfach sowas Großes ist und du siehst eigentlich nur weißes Licht vor dir. Ja. Das ist das eine. Auftreten ist ein Ziel. Für mich persönlich mehr eigene Titel in die Band bringen, gerne. Mal sehen, ob es vorangeht, da haben wir eben drüber gesprochen. Wir nehmen gerne auf. Ich habe also festgestellt, wir haben jetzt die Videos hier für YouTube aufgenommen, die Musik, und wir haben wahrscheinlich schon genug Titel, um eine zweite CD aufzunehmen. Und ich denke, da werden wir auch irgendwann dieses Jahr drüber sprechen. A, weil es Spaß macht, B, weil es die Band immer voranbringt und die Titel voranbringt. Wenn aufgenommen wird, gehen sie nachher richtig. Das ist, danach können wir sie immer, kann man sagen. Ja, und für mich ein persönliches Ziel, ich weiß nicht, wie es den anderen geht, noch lange zusammenbleiben. So eine Band muss wachsen, das ist eine Sache von Interaktion, man muss sich kennen, man muss riechen, was der andere gleich spielen wird, dann wird es richtig gut, wenn das auf der Bühne richtig rund läuft, dazu muss man sich gut kennen. Da sind wir ein Stück weit mit,
aber darum eben auch zusammenbleiben. Also der nächste Profi-Bassist oder Schlagzeuger oder Keyboarder bringt es dann nicht unbedingt, sondern die Band, die zusammen ist. War mir hierbei auch immer fürchterlich wichtig, dass es wirklich eine Band ist und nicht nur ein paar gute Musiker, die zusammenspielen. Spielst du eigentlich komplett nach Noten? Ich habe den Eindruck, im Jazz ist es ja klar, da wird viel improvisiert, aber dass es auch im Blues so ist. Nicht grundsätzlich, aber ich glaube schon, dass ihr das so macht. Ist das richtig? Dass es improvisiert ist? Ja. Ja. Also von meiner Seite kann ich das... Also man hat natürlich irgendwie, wie nennt sich das, muskuläres Erinnerungsvermögen? Also die Finger wissen ja, was sie spielen sollen. Ne? Die haben ja irgendwie so Griffschema drauf. Und ja, die, also das, da muss man sich auch manchmal zusammenreißen, dass man nicht sich nur darauf beruft, sondern dass man zwischendurch nochmal hinhört, was man spielt und versucht nochmal einen anderen Ton einzubauen. Das macht die Sache dann spannend. Das gelingt mal besser, mal schlechter. Aber zum Thema Noten, also ich kann sie erkennen. Ich bin Notenblatt vor mir, sehe ich, okay, das sind Noten. Aber da hört es dann auch schon fast auf. Also ich, das ist tatsächlich nicht so mein Thema. War auch nie meine Arbeitsweise. Das heißt, du spielst auch fast alles auswendig? Nein, also man kann Akkordschema kann man ja aufschreiben. Ne? Mhm. Jetzt steht A-Moll, D-Dur, das kriege ich hin. Und so macht man sich natürlich seine, ich passe mir meine Notizen so an, dass ich ungefähr weiß, worum es in dem Stück geht. Mhm. Nein, aber das meiste ist dann, sagte Wolfgang ja vorhin schon, also die Texte kann ich nicht auswendig überwiegend. Oder zumindest muss ich immer was zum Spieken haben. Aber die Musik, das geht eigentlich überwiegend so. Dann haben wir jetzt noch den Stefan, den ich noch nicht nach Noten gefragt habe, ob du nach Noten spielst oder hast du, wenn du spielst, auch einen Mann im Ohr? Oder wie funktioniert das bei dir? Ja, also grundsätzlich kann ich natürlich jetzt in diesem Moment mal richtig groß auffahren. Ja, ich kann nach Noten spielen. Das war tatsächlich das Erste, was ich gelernt habe damals im Unterricht. Also ich hatte einen hervorragenden Schlagzeuglehrer, der auch sehr aus der klassischen Richtung kam. Und da war das erste Privileg, du musst schreiben können, was du spielst und du musst lesen können, was du spielst. Deswegen bin ich damit aufgewachsen und dank Raphael fällt mir das mittlerweile sogar leicht, Pianonoten zu lesen. Da hatte ich ein sehr einschneidendes Erlebnis mit Ulis Garage in einer Probe, als wir sich das Repertoire damals auch komplett erarbeiten musste und wir kurzfristig ein Stück noch ins Programm nehmen wollten und Raphael legte mir sein Notenblatt hin und sagte, alles klar, spiel. So, und das hat doch sehr geprägt, weil das... ich habe festgestellt, dass das relativ gut klappt, auch Pianonoten zu lesen. Und deswegen bin ich da sehr dankbar, dass Raphael hervorragende Aufzeichnungen immer hat. Da kann man selbst mal im Blindflug durch dann. Und da bin ich sehr zufrieden. Was du noch sagst zu dem Knopf im Ohr, da ist es einfach so, dass ich gerne meinen Monitor-Sound nicht über eine Box habe, die ich mir nebenstehen habe, einfach aus Gehörschutzgründen, sondern ich lasse mir den Monitor-Sound gerne über das In-Ear-System geben. Und es kann auch schon mal bei gewissen Stücken kommen, dass ich mir einen Klick mit drauf lege, einfach um den Drive zu halten. Mhm. Dann haben wir ja eben schon von Sven gehört, dass ihr viel improvisiert. Wie ist das für dich? Du musst ja irgendwie mitbekommen, wann er aufhört und dann mal wieder ins normale Spielen übergeht. Gibt ihr euch da Signale oder merkt man das? Ja, also grundsätzlich ist es so, man darf natürlich, wenn Sven jetzt sagt, er improvisiert, da fällt leicht immer dann, ich sag mal, von dem einen oder anderen Line, der sagt, was ihr spielt, was ihr wollt. Das ist natürlich nicht der Fall. Ja, also wir haben immer, das Schema muss natürlich gewahrt werden, aber du hast halt nur ein Solo spielst, natürlich nicht immer die gleiche Griffabfolge, die du machst, sondern du variierst auch je nachdem. Das macht ja die Eingespieltheit der Band gerade aus. Weil du halt darauf reagieren kannst, was macht der Bass gerade, was macht das Piano gerade. Und dann kannst du natürlich entsprechend dein Spiel anpassen. Und natürlich bleiben wir trotzdem in dem Schema und müssen halt entsprechend wieder nach dem Solo im Vers sein. Und deswegen ist da Improvisation, da muss man wirklich unterscheiden zwischen dem, was Variation offen lässt und wir spielen, was wir wollen. Okay, dann darf ich mich ganz recht herzlich bei Stefan Sonntag, Sven Gattermann, Wolfgang Hitschler und Raphael Jung bedanken.
für das Gespräch. Und ich hoffe noch auf viele schöne Konzerte von euch und wünsche euch alles Gute. Viel Spaß.